So, willkommen zurück, liebe Freunde. Und ja, ich habe ja mal auf einer ganzen Weile so ein Ersteindrucksvideo von World of Tanks gemacht. Und da habe ich gelernt, man sollte sich vielleicht ein Spiel ein bisschen anschauen, bevor man es irgendwie vorstellt. Deswegen, ich habe jetzt schon ein bisschen hier War Thunder gespielt. Ich wollte nämlich heute War Thunder mal vorstellen. Ich habe schon ein paar 2-Stufe-2-Flugzeuge. Das ist einmal so ein Schlachtflugzeug, was schon ziemlich groß ist. Und dann noch ein Bomber, der hier Bomben unten drin hat, also ganz normale Bomber halt. Und ich werde mal sehen, dass wir jetzt mal boah, eine Runde spielen. Allerdings, ich glaube, ich werde sogar lieber die Deutschen spielen. Die haben ein paar ja, ganz gute Jäger, denke ich. Und vor allem hier den Bf 110 C4, der gefällt mir irgendwie ziemlich, finde ich ziemlich nice. Deswegen mal einfach in die Schlacht und da wird es mal losgehen. Was mir schon aufgefallen ist, ich habe World of Warplanes auch kurz angespielt. Und kannst deswegen, denke ich, zumindest ein bisschen vergleichen. Und ich muss sagen, das hier ist deutlich realistischer, was so Trefferzonen, Piloten rausgeschossen, abgerissene Flügel und sowas angeht, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es deutlich realistisch ist. Weil wenn du Pech hast, stirbst du halt mit einem Treffer. Wenn dich halt ein großes Kaliber auf den Flügel trifft, reißt den Flügel ab, ist vorbei. Oder wenn dich halt jemand mit einem glücklichen Treffer auf die Kanzel trifft, also auf das Cockpit, dann ist halt ein Pilot tot. Passiert halt. Deswegen werde ich mir erstmal Mühe geben und mich ein bisschen hinter meinen Verbündeten halten, die hoffentlich hier gleich kommen, weil ich ein schwerer Jäger bin und da nicht so wahnsinnig gerne in der ersten Linie bin, weil ich dann jede Menge Typen am Sack habe. Ich würde lieber rausnehmen können, weil ich dann hinter denen bin. Halte ich für eine bessere Variante. So insgesamt. Mir ist schon aufgefallen, Schlachtflugzeuge sind irgendwie ein Mix aus Bombern und schweren Jägern. Die können auch an beiden Stellen, also beim Jägerspawn, also am Bomberspawn starten. Ich bin jetzt hier am Jägerspawn gestartet, ist ein bisschen tiefer. Bomberspawn ist weiter hinten und deutlich höher. Das ist jetzt irgendwie dann auf so 3 Kilometer Höhe. Sie seht oben links, ich bin jetzt ungefähr auf 1,8 Kilometer Höhe. Die Dogfights sind ja normalerweise so auf ungefähr 1000 Meter Höhe. Da passiert dann das meiste so im Kampf. Der konstante Kampf sozusagen ist eher dort. Warum der Ki 61 hier so ewig weit hochzieht, verstehe ich nicht ganz. Ich kann das ja auch mal machen. Da kommt ein Ki 45. Ein Hurricane kommt mir auch entgegen. Hab ich eigentlich eine Bombenansicht? V. Ne, ich hab nur. Aber ich hab einen Bomben. Bombenvisier habe ich. Warum ich jetzt gerade geschossen habe, ist, aus irgendeinem Grund blendet es mir gerade die Windows-Leiste ein, wenn ich zu weit nach unten ziehe, jetzt nicht mehr. Ach, keine Ahnung, da war irgendwas nicht so, wie ich das gerne hätte. Moment mal, hier sind ja schon Flieger über mir. Über mir? Boah, über mir. Ki 45, was ist das für eine Höhe? Fliegt denn ihr? Blöd. Kommt runter zu mir. Ich will euch kaputt machen. Naja, dann schmeißen wir halt unsere Bomben erstmal dort auf so einen Panzerverband oder sowas, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, sind das Sturzkampfbomben oder normale Bomben? Ach, auch Wurst, einfach raus damit. So, ich hoffe mal, wir treffen irgendwas. Und wir sind ein bisschen schnell mit fast 600 km/h. Jupp, eine Bohne habe ich zerstört, jawoll. Und jetzt wird es gleich wieder ruckelig und wackelig, weil hier wir im Ziel vom Flak sind. Das meine ich mit ruckelig und wackelig. Mal kurz den. Ah, beide MGs leer. Fuck. Sollte ich gleich mal ein bisschen runtergehen, dass der A20G mich nicht mehr so beschießen kann. Der hat seine Kanzel doch. Ja, der hat die Kanzel über ihm. Ich muss mein kleines MG jetzt wieder benutzen. Ein bisschen das Treffen hier von dem. Na, aber das noch kriegt. Ne, kriegt er nicht mehr. Damit zählt der Kill für mich. Weil ich sozusagen unter Beschuss hatte. Da ist noch ein Gegner. Der auch schon tot ist. Dort SPD-3, das ist ein Bomber und ein Schutzkampfbomber sogar. Komm, pot, 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 pot. Ich flieg mal ein bisschen in den Vorlauf, dass ich besser fischen kann.
schon getroffen? Hab ich ihn. Fliegt aber langsam, meine Güte. Zum Glück zerstört. So, ihr seht schon, ich mag den hier. Der hat nämlich ein 20mm Frontgeschütz. Und das macht extrem große Löcher rein. Das ist echt sehr amüsant, wenn da irgend so ein, ja, ein Jäger vor sich hast, wenn man den trifft, also wenn man dazu kommt, ihn zu treffen, ist der so gut wie tot. So, wenn der mal dort nicht so abhauen würde, unser, der die Knarre hinten dran hat, könnte ich ihm auch helfen. Aber leider haut er gnadenlos ab. Und ist es abgestürzt. So, wo drehen sie hin? Ja, getroffen habe ich ihn. Wow. Der fliegt gute Manöver, muss man sagen. Der ist ein schwerer Jäger. Einfach zu langsam. Wow, jetzt habe ich ihn hinter mir. Ja, jetzt habe ich einen Hurricane hinter mir. Und da ist irgendjemand reingeflogen ineinander. Das sind nämlich zwei wieder abgestürzt, gegenseitig. Da oben ist ein Gegner. Nehmen wir uns doch den vor. Au. Ach, Leute, das ist doch Bullshit, immer in die Flugzeuge reinzufliegen. Ach. Wenn ihr hier schaut, ich habe hier den nächsten 20mm. Den werde ich jetzt auch nehmen. In die Schlacht. Nächsten, jetzt ist ein richtiger Jäger mit 20mm Kanonen. Aber ich hätte auch noch einen Einstiegspunkt nehmen können. Ja, hier vom Flugplatz starten können. Egal. So, wie steht's denn? 1600. 1608 zu 1600. Das ist ausgeglichen. 1508 zu 1500. Aha. Ah, alles klar. Ich weiß warum. Der kommt fast direkt auf mich zu, das ist schon mal sehr geil. Ach, ich hab noch, fuck, mein Gurt lädt noch nach. Oh, Typ, pass doch auf, wo du hinfliegst. Dankeschön. Fliegt mir halt ein Eigner mit voll rein. Das ist doch kacke. Ich will jetzt nicht auf meine U wechseln. Ich habe keine Lust, gerade Bomber zu spielen. Die G50 Serie 2 habe ich jetzt gerade erst bekommen. Von daher nicht wundern. Mit dem habe ich noch nichts gemacht. Der ist tot. P36. Der fliegt zu mir. Wollte ich auch eigentlich haben. Ach ne, ich bin nur schneller als er. Ja, wenn da schon zwei dranhängen, brauche ich da wahrscheinlich nicht hin. Dann mal lieber dort gucken, P36 und Buford, mal den mal runterkriegen. Und AR2 und so. Was ist denn ein AR2? Ist das ein schwerer Jäger? Was macht denn der P36? Da greift der echt die Flakgeschütze an. Er macht sie sogar weg. Wir fahren direkt ins nächste oder was? Das ist nicht so geil. Okay, das haben die mehr gekriegt. Aber wenn die unsere Basis kaputt machen, verlieren wir extrem schnell Tickets. Was insgesamt nicht so super ist, weil dann ist es quasi schon verloren. Sobald man noch ein bisschen das aushält, ist es dann verloren. So. Ah, MG alle. Können wir eben kurz erklären, warum der schneller ist als ich? Ach, weil ich noch wenden musste.
shit. Ach, DBF, den kann ich da oben in nächster Zeit nie angreifen. Und P36 fliegt weiter weg. Der Buford ist 1,5 Kilometer. Ach, jetzt sind so viele Bomben über uns rum, das ist schrecklich. Aber der Buford, ja, ist der Schutzkampfbomber oder was? Die ist leider unten weg ist. Der hat auch eine Kanzel mit Sicherheit. Hat die über sich oder unter sich? Ich bin irgendwie extrem langsam mit dem Jäger hier. Und mein MG ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig wirkungsvoll. Ich krieg irgendwie, ich weiß schon, das ist eine schlechte Performance gerade, aber ich finde hier gerade nicht so richtig jemanden zum Angreifen. Buford kommt wieder rein. Fliegt aber ewig weit weg. Der Leck fliegt dorthin. Die fliegen alle weg. Schweinerei. Der AR2 da oben. Ja, wir haben gewonnen, aber an mir lag es nicht, muss ich sagen. Irgendwie. Auf dem ersten ging es ganz gut. Auf dem zweiten, naja, da wurde ich halt mit direkt weggerissen von meinem Teammate. Oh, neuen Aufkleber. 2300, ey, der. Was habe ich denn hier? Battle Rating. Der hat mit einem 3-0er ist der drin gewesen. Na geil. 2-7, 2-0, 3-0, P400. 2-0, 2-0, 1-7 habe ich hier. Das ist auf jeden Fall auf Rang 2 Flugzeugen dabei gewesen. Der nicht. Der auch nicht. Der wahrscheinlich wieder. Aber hier, 2308 Abschüsse. Respekt. Peak. Mission gewonnen, 45. Ja, so, jetzt kann ich meine Amis nochmal zeigen. Mal sehen, wie erfolgreich das wird, weil, wie gesagt, das ist ein Bomber und ein Schlachtflugzeug. Eigentlich ist, glaube ich, ab 2.0 Wertung. Alles unter 2.0 ist 1, Rang 1. Wenn es 2.3 ist, ist dann Rang 2 Wertung, genau. So, wo forsche ich denn hier gerade? Ach genau, auf dem P40E1. Der kriegt einen Bonus, wenn ich mit dem P36A hochspiele, also mit dem hier. In die Schlacht. Suchen wir doch nochmal. Vielleicht schaffe ich ja mein Tagessigma. Ach so, übrigens ist mir schon aufgefallen, dass wohl mein Diablo 3 Let's Play, wie ich es machen wollte, nicht so wahnsinnig gut angekommen ist. Deswegen werde ich das wohl dann doch sein lassen und vielleicht mal den Hardcore-Charakter entweder selber hochspielen, dann auf einem höheren Level. Ja, Sachen hochladen. Ansonsten, womit fange ich denn jetzt mal an? Ja, fange ich mal mit dem Hawk mal an, für den Fall, dass ich länger überlebe. Aber die Erfahrung habe ich mit den Hawk bis jetzt nicht gemacht, mit den P36-Dingern. Die sind irgendwie langsamer als ihre Kontrahenten von anderen Mächten. Die schaffen ihre Kurven bei Weitem nicht so eng zu fliegen. Wenn ich so Lack 3 oder so, habe ich irgendwie das Gefühl, die sind windschnittiger. Was haben wir denn hier? Wir haben schon ein paar Bomber, hier aber auch H20, G30, Havoc, das ist das Ding, was ich auch habe, das Schlachtflugzeug.
Also die sind auf jeden Fall dann auch Stufe 2 mindestens. Aber ich glaube, Stufe 3 ist es ja nicht so direkt. Motordrosseln hier, wenn ich so weit nach unten rutsche, dass ich mein, mich zu schnell bewege. Achso, ich benutze hier Munition ohne Leuchtspur. Weil ich das Gefühl habe, ich ziehe deutlich weniger Aufmerksamkeit auf mich einfach, wenn ich auf irgendwas schieße. Ah, komm schon. Das ist mein Mini-MG irgendwie, was ich jetzt hier habe. Ich glaube 7 mm oder sowas. Wo sind jetzt hin? Da ist er. Oh, Abschlusspfiffe, sehr gut. Die war also schon so gut wie tot. So, wo haben wir denn die nächsten Kandidaten? Ich würde erstmal Boden anhalten auf jeden Fall. Dann ist, glaube ich, das ist ein Panzer. Ja, das ist ein Panzer, die brauche ich nicht beschießen. Panzer, 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 Panzer. Das ist ein Höhegewinn wieder. Das sind auch alles Panzer. Und das Flak. Ah, das ist noch ein Flak, okay. Mit dem Klingenschuss brauche ich glaube ich nicht großartig da drauf zimmern, dann kann ich beide nachladen. Oh. Wow. Felswand. Shit. Boah. Aber das sind die Panzer, die da auf mich schießen. Die Bodentruppen. Das ist alles nur halb so wild. Ein bisschen Punkte hier machen, wenn ich schon keine Abschüsse hinkriege. Dann will ich ein paar Bodenziele rausnehmen. So. Da ich hier gerade irgendwie keine Gegner habe. Aber Gegner nehmen anscheinend auch gut, ganz gut unsere Bodenziele raus. Whoops. Das war knapp. Oh, jetzt habe ich jemanden hinter mir. Oh, mein Ruder ist schon wieder hin. Aber eine Lack 3, die war zu schnell. Oder die setzt sich nicht direkt dahinter. Nee, also wirklich dahinter setzen tut sie sich nicht. Brauchen wir ein bisschen mehr Geschwindigkeit hier, sonst fliegt die mir weg. Na komm. Ich verstehe das nicht. Ich ziehe genau auf den Ziel und treffe trotzdem nicht. Ich kenne plötzlich ein Wendemanöver oder sowas gesehen. Ich habe das Gefühl, man muss ein bisschen vorhalten bei dem Ding. Bei dem Visier.
Na komm, was machst du? Jawohl. Pilot des feindlichen Fliegers bewusstlos. Ich hab das Gefühl, nämlich gerade was zusammengekracht. Oh, das ist nur mein Gefühl. Oh, meine Seitenruder sind hin. Querruder sind nicht, glaube ich. Ich hoffe mal, ich kriege hier Unterstützung. Dankeschön. Ich habe es mit meinem P36 Aho ganz schön überlebt. Muss ich mal sagen, ganz gut Punkte gemacht. Ich kann mich nicht beschweren direkt. Oh, ja, so viel dazu. Damit ist mein Motor auch hin. Ja. Und dann bin ich raus. Aber ich habe ganz gut Punkte gemacht. War doch die richtige Entscheidung. So, jetzt kann ich mal mit meinem großen Schlachtschiff reingehen. Ich starte auf dem Flugplatz. Mal sehen, was da passiert. So, go, go, go. Ich bin dann wirklich da hinten am Flugplatz, ey. Meine Güte. Mal kurz hier Boost geben, ein bisschen. Ich denke mal, an die 160, 70, 80 sollte ich schon hinkriegen, bevor ich versuche abzuheben. Und braucht das Ding hier lange. Landebahn und Startbahn. Jetzt mal versuchen abzuheben. Ja, 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 sieht gut aus. Alles eingefahren. Oh, Start gibt sogar Punkte. Cool, dann sollten wir vielleicht doch lieber von da aus starten. Der SPD-3, die blutet. Quatsch, blutet, oh Gott. Okay, die ist schon weg. Aber wir sind wohl so gut wie hin. Also wir haben wohl dann doch ziemlich verloren. 1300 Punkte wird wieder einer. Bomber. 15 Bodenziele. Alter Schwede. Respekt. Mehr kann ich dazu nie sagen. Aber starten ist, glaube ich, mit den schweren Dingern nicht die geilste Taktik. Warum ist eigentlich mein Quere da am... Ja, das Ding da so am Wackeln. Kannst du mir mit erklären? Okay, jetzt ist es am Steuern. Klar, wenn ich aber gerade mache. Wackel, wackel, wackel. Nee, jetzt nicht mehr. Komisch. So, ich versuche mal da irgendwie reinzufliegen und mal da. Ich habe auch noch ein paar Bomben. 4 Stück, um genau zu sein. Die kann ich vielleicht auch irgendwas runterwerfen. Beziehungsweise habe ich auch hier ein fettes Geschütz. Wie ich es hasse, wenn Leute mich einfach reinfliegen wollen. Und schon wieder hat jemand versucht, einfach nur mich reinzufliegen. So, mal meine Bomben ausstellen, die ich überhaupt benutzt habe. Ohne halt zerstört, jawohl. Rechter Flügel ist beschädigt. Shit. Ja. Mein linkes Triebwerk brennt. Flugzeug ausgebrannt. Hab noch ein paar Treffer bekommen, aber.
Ich kriege noch jede Menge Treffer durch meine Kanzel. Aber damit ist es weg. Ja, wir haben es wahrscheinlich auch verloren. So, ich kann nochmal meinen Bomber bringen, aber ich glaube, das wird nie so wahnsinnig viel bringen. Weil da muss ich ein ganzes Stück fliegen, um da irgendwo hinzukommen. Ach, jetzt habe ich das auch. Jetzt habe ich auch Flughafen genommen. Ne, die beste Idee dann auf jeden Fall nie. Wenn ich nie sogar direkt abgeschossen werde. Beim Stoppen. Oh, Flugzeug zerstört. Naja, zumindest darüber kann ich mich jetzt nicht beschweren. Nur darüber, dass ich jetzt irgendwo lang wackel. Und mein Motor hin ist. Toll, jetzt brauche ich doch nicht mehr abheben. Vorher abheben wäre sinnvoller gewesen. Bremsen, 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 bremsen. Nein! Oh, ich kann hier durchfahren. Nee, kann ich nicht. Ja, so viel zu meinem Bomber. Oh fuck! Warum wäre ich denn direkt auf der Landebahn abgeschossen? Aber da. Ach man. Den Lack, den gibt's halt immer noch, ne? Den haben sie immer noch nie geholt. Nehme ich mal den anderen. Ach, das hab ich auch. Ach Gott, ich muss den Spawn wieder wechseln. Oh. Der hält aber früh ab. Fahrwerk einfahren. Ja, und damit habe ich verloren. Und nichts von der besonderen Auszeichnung gegen unser Team. Nicht eine. Das war eine ziemliche Klatsche. Also irgendwie mit den Amis verliere ich gerade nur noch. Obwohl ich Rang 1 in meinem Team war. Ja. Alle Modifikationen der Ebene 3 wurden erforscht. Hier bekommen. Bombe. Bodenziel zerstört 275. Tja. 21 Bodenziele, ey. Mit einer Lack und mit einer Su-2M. Das sind alles Stufe 1 Flugzeuge. Oder Rang 1 Flugzeuge. Die Lack 335 ist kein Rang 1 Flugzeug mehr. Die Spitfire, ja. Naja. So. Ich sage, dann versuchen wir es nochmal. Und dann versuche ich mal wirklich den Bomber zu zeigen. Damit ihr den auch mal gesehen habt. Und wie gesagt, insgesamt macht das echt Spaß. Ich habe vorhin auch schon ein bisschen mit einem Kumpel gezockt. So, sozusagen, ja, im Verbund. Da ist es noch deutlich spaßiger, wenn man sich halt gegenseitig helfen kann. Und nicht mehr so ein einzelnes Ziel ist, wo man hoffen muss, dass irgendwann die Blauen mal sich zu einem umdrehen und helfen. Einstiegspunkt der Bomber, genau, da will ich hin. Hier gibt's gar keinen Flugplatz, hier kann ich sogar nur bei den Bomben einsteigen. So, jetzt steige ich, wie gesagt, oh, 3.500 Meter Höhe ein. So, ja, weniger als 50% soll ich vielleicht nicht haben. So, und die Bombe haben jetzt nämlich, ich habe hier so eine Kanzelansicht. Also seht ihr hinten, dass ich die Kanzel hier steuern kann und kann auch da mit der Kanzel schießen. Wie ist denn mit der unteren Kanzel in dem Fall? Ne, mit der unteren Kanzel geht's nicht, aber mit der oberen geht's. Hä? So, doch, unten hinten kann ich auch mit der Kanzel schießen, das ist die untere Kanzel. Das ist die Oberkanzel. So, und dann habe ich hier auch noch eine Bombenansicht. Das ist meine Bomberansicht jetzt. Da sehe ich genau, wo ich hin. Bombe auch hier auch raus kann ich fliegen und steuern. Ja, und die Cockpitansicht gibt es natürlich auch. Auch wenn ich die jetzt nicht so wahnsinnig interessant halte. So, ich werde mich jetzt mal versuchen, das hinten Richtung gegnerische Einheiten zu begeben. Bodeneinheiten, dass ich die wegmachen kann. Die U87, achso, das ist ja auch ein Bomber, ja. Das ist ein Schutzkampfbomber.
Aber wie gesagt, das dauert eine ganze Weile, bis man da irgendwo hingeflogen ist mit solchen Dingern. Achso, ich darf 100% Schub gehen. Damit ich ein bisschen schneller vorankomme. So, wenn ich es verpasse, ne, ich bin immer am Flugplatz. Zwei FW mit der. Balgen sich ja mit der U. So, und dahin, ich glaube, die bewegen sich sogar. Sprich, ich müsste eventuell ein bisschen vorhalten. Bewegen die sich? Könnte sein, ha? Huh? Weiter immer so darüber und hoffe, dass es passt vom Vorhalten her. Mit Leertaste habe ich jetzt gerade die Dinger abgeworfen und es dauert eine ganze Weile, bis sie wieder ankommen. Also auch das wird simuliert, wie schnell die runterfallen und so. Finde ich ziemlich geil. Und auch ziemlich originalgetreu, was die Flugsound so angeht. Zum Beispiel eine Stuck hat halt einfach mal einen entsprechenden Sound. Also eine Stucker. Oder die ganzen Varianten der Stuckers. Aber ich habe wohl nichts getroffen. Wie mir scheint. Der Feind hat die Initiative. Muss ich vielleicht mal ein bisschen weiter runter gehen. Ein bisschen Höhe verlieren mit Absicht. Also habe ich nachgeladen, ich brauche 60 Sekunden, um neue Bomben zu laden. Und jetzt muss ich allerdings noch so viel Abstand haben, dass ich noch zielen kann, sinnvoll. Aber ich glaube, von links kriege ich der Gesellschaft. Geht zumindest stark danach aus, von der Geschwindigkeit her, wie er sich nähert. So, ich kann auch theoretisch so wechseln und wenn sie dann nah rankommen, selber schießen. Ich habe auf jeden Fall unten die Bomben getroffen. Ach. Und, oh Gott, was hat mich denn da abgeschossen? Hat er eine Rakete dran gehabt? Aua. Der tat weh. Ah, ich kann bloß von eingenommenen Flugplätzen starten. Alles klar. Das macht natürlich Sinn, wenn ich einen Flugplatz eingenommen habe, dass ich davon starten darf. Ich habe nicht einen Bodeneinheit zerstört. Aha. Ich war sehr effektiv. Muss ich mal so feststellen. Ist der Kick 45 jetzt irgendwann mal runter, Leute? Ja, jetzt, okay. Mann, ist das Ding schwerfällig. Kumpel von mir hat es schon irgendwie treffend als fliegende Festung bezeichnet, die Dinger. Die sind doch verdammt groß, meine Fresse. Ja, wir gehen nicht. Boden hat zerstört, vierfach. Sehr gut.
Flugzeug zerstört. Da hat mir jemand hergeflogen und wurde einfach von mir, von meinem Geschütz sozusagen runtergeholt. Das ist auch immer sehr angenehm. Wenn ihr meint, unbedingt mir hinterherfliegen zu müssen? Das glaube ich aber nicht ich, oder? Das ist einfach nur ich als Ablenkung. Ich halte nämlich relativ viel aus mit dem Ding. Kann anscheinend doch keine leichten Panzer beschädigen. Dann habe ich jetzt wieder Bomben. Mit denen geht's. Oh, und dann auch Flachs unten. Die können sich auch so beschädigen. Wow. Au. Da hat es mir den Flügel zerrissen. Ich krieg mit der F2A3 nie so hin, muss ich gleich sagen. Ich habe die nämlich auch. Kann ich euch zeigen. Aber ich gehe mit der wahrscheinlich nie so ab. Ich krieg damit keine Flügel zerschossen und sowas. Wir haben sie schon wieder verloren. Ein Viewfort, versuchen wir es doch mal damit. Ich habe an dem Ding auch zwei Bomben dran, aber die werde ich wahrscheinlich wieder abmontieren. Das ist nicht so wahnsinnig sinnvoll. Wobei ich damit schon einen Gegner getötet habe. Will der landen? Ehrlich? Nee, okay. Kommt der nächste angeflogen. B5 in 2. Abschusshilfe. Ja, lass dich davon nicht irritieren, das ist einfach nur eine Überlastsimulation sozusagen, dass das Blut der Piloten aus dem Kopf geht. Deswegen wird es ein bisschen schwarz. Bis jetzt habe ich auch noch nichts Schlimmes bemerkt, außer dass, wie gesagt, dass es halt dünn schwarz wird. Tja, wir müssen den Feind mehr zusetzen, das ist ja schön und gut, aber wie denn? Landen wollen die nicht? Oh. F4F, ist das nicht eine Stufe 2? Oh. Oh, direkt mal ein Querruder zerschossen oder sowas. Ausklinken. Und damit sind alle Ressourcen drin. Ich habe gehofft, sich das wieder der F2A3 Buffalo. Ich krieg's mit dem, wie gesagt, nicht so hin zu jagen. Wir machen wieder ein P36A, vielleicht geht's ja mit dem besser. Ein B25 Bomber, na geil. Dort geht mir die Party ab, soll ich wahrscheinlich eher dahin fliegen. Wir haben gerade alle Punkte. Das könnte uns einen Sieg bringen, wenn wir die halten könnten. Ja, können wir nicht. Wo ist denn da jemand gelandet? Da ist keiner gelandet. Ach, die Bodeneinheiten zählen auch zum Einnehmen oder was? Na geil. Ich habe das Gefühl, der P36A ist extrem. Extrem schwerfällig. Warte auf Ergebnisse. Oh, wir haben sogar noch gewonnen.
Das ist ja super, muss ich mal so sagen. Das ist noch gedreht wurde. An mir lag es allerdings diesmal nicht. Ja, neunter im Team. Nicht so wahnsinnig, aber endlich mal ein Sieg. Ich habe einen entscheidenden Schlag gemacht. Aha. Mit dem Bodeneinheit-Ding oder was? Okay. Cool. Ich will eigentlich kein Torpedo da dran packen. Lass man uns ja, Strukturstärke erhöhen, ist glaube ich eine ganz gute Variante. Das gleiche gilt hier, denke ich auch. Entscheidender Schlag. Na gut. Aber 1-5-1 ist jetzt nicht so ein geiler Stats für dreimal gestorben. 2000, ey. Was? Naja, mit 3, irgendwas Sachen. Wenn ich mit 2,3 als Kampfbewertung rumrenne. Da ist das schon ein bisschen was anderes. So, aber ich habe hier ein bisschen was erforscht und zwar. Hier, kann ich jetzt panzerbrechende Munition reinpacken. Anstatt Standard. Oh. Lieber die. So, und bei dem habe ich auch Modifikationen. Ohne Leuchtspur. Panzerbrechende Brandmunition und normale Brandmunition, oder? Was doch? Bodenziele. Panzerbrechende Munition. Panzerbrechende Brandmunition. Die Kuppel hat noch Standard drin. Bei der Kuppel muss ich noch die neuen MGs erforschen. Bazooka. Ein wenig auf der Frage eben erforschen. Ach so. Neue Abdeckung ist das ganz unten. Dann stirbt man auch ein bisschen weniger vielleicht. Ja, also ich würde euch erstmal danken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Und ich denke, meine Einschätzung ist, sollte man sich jeder, der so ein bisschen Spaß an Dogfights anhat, auch die Arcade-Version sollte man sich mal anschauen. Man sollte sich allerdings auch nicht ganz entmutigen, dass man es einfach nicht so 100% läuft. Es gibt da ein paar Sachen, die man einfach lernt oder mit denen man klarkommt. Außerdem muss man auch erstmal das passende Flugzeug für sich finden. Was auch sowas ist, man kann an den Flugzeugen viel machen. Also ihr habt gerade schon gesehen, hier Modifikation, da kann man dann andere Gurte auswählen, die dann ein bisschen Geld kosten, aber die halt eine andere Wirkung auf Gegner haben. Man kann Mannschaft zum Beispiel noch trainieren, das kann ich jetzt mal machen. Ein bisschen Vitalität, die nicht so schnell rausgeschossen werden. Nein, ich will keine kaufen, anwenden. So, dann kann man hier später noch Qualifikationen kaufen, dass sie mit dem Flugzeug besser umgehen können. Solche Sachen. Die haben, nee, die haben noch keine Qualifikation. Aber hier 104 und verteilte Erfahrungspunkte. Machen wir das doch mal auf 20 hoch. Die Toleranz hier glaube ich nicht so entscheidend. Aber die Schützen wären ganz cool. Treffsicherheit. Und Schussdichte. Geht, Vitalität, für einen, dass man überhaupt mal ein bisschen zurückballern kann. Eine ganze Weile. Und geht halt auch noch ein bisschen hoch, dass er noch was sieht. So, anwenden. So, und jetzt kann ich hier die erste Qualifikation auf Experte hochheben. Weiß nicht ganz genau, was das bringt. Also hilft irgendwie bei dem besseren Umgang. Genauso kann man hier. Warum habe ich hier plus 30? Ach, Qualifikationsbonus. Okay. Treffsicherheit, Schussdichte. Scharfsinn, Wachsamkeit, kriege ich überall noch plus 30 Bonus drauf durch die Qualifikation. Das ist natürlich geil. Das ist echt geil. So, Reparaturgeschwindigkeit können wir hier noch eins hochnehmen. Fertig. Für nächstes brauche ich dann eine Mannschaftsstufe gesamt von 400. Ich glaube, das sind hier die Stufen hier hinten, müsst ihr zusammenzählen, damit ihr wisst, wo ihr jetzt seid. So, das hilft dann schon einiges, weil zum Beispiel scharfe Sicht erhöht den Sichtradius nach vorne, Wachsamkeit, die generelle Sicht in einem gewissen Umkreis und solche Sachen. Das sollte man dann in regelmäßigen Abständen machen, wenn man da ein bisschen was an Erfahrung sich gesammelt hat.
Reparaturgeschwindigkeit ist für mich nicht ganz so relevant. Wer, wenn du drüber fahrt, sieht dann, was das bringt. Nicht ganz so relevant, weil ich bis jetzt noch nie wirklich gelandet bin. Habe ich denn hier noch? Hier habe ich auch noch 41 frei. Also, es liegt immer daran, wie gut und wie viele dann mit dem Flugzeug geflogen seid. Die Flugzeuge werden ja einzeln ausgewertet als, als Erfahrungssachen und sowas. Deswegen, wenn ihr ein Flugzeug in den Kämpfen nicht einsetzt, dann bekommt ihr auch keine Erfahrung, ganz einfach. So, machen wir das mal da drauf. G-Toleranz ist bei den Piloten schon ganz wichtig, weil man dann selber sozusagen mehr sieht. Da kann ich die Wasserkanne noch ein bisschen nach oben nehmen. Da noch ein bisschen was hochnehmen. So, anwenden. Hier kann ich es noch nicht. Und sonst habe ich keine. Das ist beschleunigtes Training. Ah, okay. Man kann sich diese direkt kaufen. Das ist. Ja. Da muss ich leider sagen, das finde ich schade. Das sollte nicht drin sein, dass man sich sowas einfach erkaufen kann. Das ist Kaufen von Macht, weil die dann deutlich mehr können. Ah, letzte kleine Kritik am Ende, da muss ich mal so feststellen hier. Das ist ja nie ganz so geil. Der hat die ganzen neuen, yay. So. Mit dem habe ich noch gar nicht viel gemacht. Also Stufe 8, sorry, Stufe 28. Wie habe ich denn hier bei dem Mannschaft ansehen? 103. Ja, also das solltet ihr, wie gesagt, immer mal machen. Hier auch bei den anderen, die ich hier gerade geflogen bin. Mannschaft ansehen. Juhu, 27 habe ich hier zum Beispiel. G-Toleranz ist hier, glaube ich, eigentlich nie so entscheidend. Naja, egal. Vitalität bisschen hoch, damit ich nicht einfach ausgeballert werden kann. Schütze auch mal Vitalität bisschen nach oben nehmen. 240 Anzahl erfahrener Schützen. Ja, 39 hier als Level. Mannschaft ansehen. Unverteilt 9, yay. So, anwenden. 32 habe ich hier unverteilt. Mit dem bin ich ein bisschen besser geflogen. So insgesamt. Bodenpersonal nachladen, werden Waffeninstandsetzung. Schussdichte, Treffsicherheit. Ich weiß halt nicht genau, ob die Schützen auch auf so jetzt eine Entscheidung haben, also einen Beitrag leisten sozusagen. Es ist mir nicht so ganz klar geworden bis jetzt. Inwiefern Schützen bei Fliegern mit nur einer Person sinnvoll sind. Ist das dann der Pilot der Schütze gleichzeitig? Oder das ist ja eigentlich eine Crew, die ich hier trainiere. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich kann es eigentlich nur empfehlen, jeden, der ein bisschen Flugspiele oder simulationslastige, artige Flugspiele mag, mal anzuschauen. Auch wenn man eventuell am Anfang ein bisschen flucht. Guckt einfach mal rein und schaut euch ein bisschen Guides an oder sowas. Oder ja, vielleicht hat auch das Video hier euch geholfen. Es ist was anderes als normale Spiele und irgendwie auch ein anderer Spaß, also weil es halt für jeden irgendwas zu tun gibt. Man kann Bodenziele ausschalten. Ein Kumpel von mir ist eigentlich nur Jägerspieler, weil der das so interessant findet, Gegner vom Himmel zu holen. Ich spiele auch gerne mal Bomber, wie ihr gesehen habt. Ich habe schon ein paar Bomber erforscht.
Ja, solche Sachen halt. Auf jeden Fall solltet ihr das, wenn euch sowas interessant klingt, mal anschauen und dann aber auch die Tutorials auf jeden Fall durchmachen. Das nicht vergessen. Wieso habe ich hier einen silbernen? Warum auch immer ich hier einen silbernen Stern habe und bei den anderen nicht. Keine Ahnung. Luftkampf und Landen, die werde ich mir wahrscheinlich auch jetzt nochmal angucken, damit ich ein bisschen schöner spielen kann und das bisschen besser verstehe, das ganze Spiel. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch wenn es einem nicht direkt vom Spiel aufgezwungen wird. Okay. Bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.